Giacomo Leopardi, der italienische Schriftsteller, hat gesagt, die Langeweile ist in gewissem Sinne das erhabenste aller menschlichen Gefühle. Na, nicht schlecht, jetzt geht es endlich in eine andere Richtung. Ja? Also, es geht nicht darum, die Zeit totzuschlagen, die Zeit auszutricksen, sondern es geht darum, die Langeweile zu nützen. Walter Benjamin hat gesagt, die Langeweile ist der Traumvogel, der das Ei der Erkenntnis ausbrütet. Ein Rascheln zwischen den Blättern verscheucht ihn. Die Langeweile ist fragil und vergänglich. Das heißt, wir müssen die Langeweile kultivieren. Und wer von uns kennt nicht den Moment, dass man, wenn wir im Stress sind, eigentlich am besten einmal loslässt, weniger tut, gar nichts tut, vielleicht sogar ein kleines Schläfchen. Und plötzlich ist der Gedanke oder die Idee oder auch nicht, so what? Ja? Aber einfach dieses Runterkommen, weil wir permanent so hochgetaktet sind. Das Ganze wird natürlich jetzt auch schon wissenschaftlich erforscht, mit Kognitivismus, also wo es um die Kognitionsforschung geht. Ja? Sie sagen, dass die Langeweile ein wichtiger mentaler Mechanismus, das ist natürlich jetzt wieder diese materialistische Sprache ist, das ist ein Mechanismus, der ganz wesentlich dazu ist, danach wieder zur Aktivität zu führen, dass einem was einfällt, dass man einfach sozusagen sich leer macht. Natürlich passiert es uns manchmal, dass uns langweilig ist und man wartet auf irgendein großes Ereignis, aber das kommt nicht. Und man wartet nochmal, aber es kommt immer noch nicht. Das heißt, dann ist man in einer Erwartungshaltung, dann soll schon was sein. Dann ist man ja eigentlich nicht mehr in der Langeweile, sondern man gibt sich nicht der Langeweile hin, sondern die ist schon intendiert auf ein ganz bestimmtes Ziel. Also Geld ist genug da, es ist nur die Frage, wo es ist. Man kann aber im Großen und Ganzen sagen, dass der Kapitalismus auf jeden Fall eine sehr große Wohlstandsmaschine ist, die uns, wenn wir hier jetzt so sitzen, und ich spreche jetzt einfach für unseren Kulturkreis, wir einen Luxus auch in der Einfachheit mittlerweile heute über die Infrastruktur, über die Gegebenheiten erreicht haben. Davon haben frühere Generationen nicht einmal geträumt oder nicht einmal zu träumen gewagt. Die Frage ist, was tun wir aber damit? Weil im Grunde leben wir immer noch in einer Zeit, wo Misstrauen und auch Schuld damit verbunden sind, wenn es um die Langeweile, wenn es um die Muße, wenn es um das Loslassen geht. Ja? Die Rechten haben Angst, dass die Menschen nicht mehr arbeiten wollen, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen. Die Linken haben Angst, dass man den Menschen, ich meine, ich sage das jetzt bewusst plakativ, ihre Entscheidungsgewalt überlässt, dass sie selber wissen, was sie wollen und was sie tun wollen. Und es gibt auch dazu Untersuchungen, wo herausgekommen ist. Rutger Bregman ist sozusagen dieser holländische Historiker. Er hat gesagt, wenn man die Menschen mit ihren Grundbedürfnissen versorgt, dann fallen denen in der Regel gute Sachen ein. Denn Armut führt zu einem Tunnelblick. Armut führt zu einer Einschränkung der Möglichkeiten, die man hat. Das ist psychologisch erwiesen. Das heißt, wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Grundbedürfnisse sichert, dann ist die Frage, was machen sie damit? Und bei den Studien, bei den Versuchsfeldern, wo man das gemacht hat mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, sogar schon im 18. Jahrhundert mit dieser Stanthamp-Initiative aus England, die Menschen machen Vernünftiges. Investieren in Bildung, investieren in interessante Geschichten und haben einfach dann ganz andere Möglichkeiten und Perspektiven, auch mit ihrer Zeit umzugehen. Und wir leben halt heute in einer Zeit, wo wir nur die Arbeit als sinnstiftend ansehen. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Dass es eben nicht nur die Arbeit ist, sondern es gibt im sozialen Bereich, es gibt in vielen, vielen anderen Bereichen ebenso sinnstiftende Arbeiten oder Tätigkeiten, die jetzt nicht unbedingt mit dem Arbeitsethos, so wie uns das einfach seit 150 Jahren oder noch länger gepredigt wird, übereinstimmen. Sondern es gibt viele, viele andere Wege. Und ich glaube, dass die Langeweile ein Phänomen ist, das ein Ausgangspunkt sein kann dafür, dass wir darüber nachdenken, was sonst noch alles möglich ist.
Oh.